So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffne ich heute wieder ein paar Lego Ninjago Booster der Serie 2. 6 Booster habe ich mir mal besorgt. 3 verschiedene Booster-Motive. Das ist das erste, zweite und dritte. Ihr wisst ja, Rotumrandung Serie 2. Also werde ich jetzt mal die 6 Booster öffnen. Und hoffen, dass ich meine Sammelmappe so langsam vollständig kriege. Ist ja schon einiges drin, weil ich die Lego-Karten im Moment richtig gut finde. Deswegen öffne ich die schneller und öfters. Und jetzt schauen wir natürlich mal, ob ich mal wieder was Edles finde. Oder was Hochwertiges. Ganz hochwertig meine ich natürlich. Und wie gesagt, ihr postet oder kommentiert mir, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und vor allen Dingen, ob ihr sie selber sammelt. Weil das ist ja diesmal die Serie 2. Sie ist ja von hinten rot gehalten. Okay, die Serie 1 glaube ich auch. Aber ihr erkennt das ja da dran an die roten Boostertüten. Na. Ah, ist mal wieder so eine Karte, die ich nicht so besonders mag. Oh, die sieht aber auch nicht schlecht aus, muss ich ehrlich zugeben. Aber man braucht ja trotzdem alle. Und wer jetzt erst damit gerne anfangen möchte, oder bei denen es die nicht in der Nähe zu kaufen gibt, ich versuche natürlich immer unter ein Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Das auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber immer schauen, ob es für euch passt. Aber wie gesagt, sie sind ziemlich neu. Die sieht ja wohl gut aus. Deswegen wird der Preis auch nicht viel günstiger sein. Es sei denn, ihr holt euch ein Multipack, Blister oder Display. Dann sind ja meistens die Booster ja günstiger. Ich glaube zurzeit dann für 75 Cent, wenn man sich ein Display holt. Umgerechnet. Aber schaut selber immer drunter, ob das für euch passt. Alles andere. Seht ihr selber. Oh, da sind zwei drin, Glitzerkarten, wie ihr seht. Oh. Das habe ich aber auch verdammt selten. Mal wieder ein Puzzleteil. Und die zweite ist eine Ultra. Die sieht gar nicht mal schlecht aus, obwohl man so gut wie gar nichts richtiges, vernünftiges sieht, wie einfach nur ein grün Lego-Männchen. Aber nichtsdestotrotz. Gefällt mir die Karte. Und wie gesagt, ihr postet oder kommentiert mir. Vielleicht sind da draußen schon, ich sag mal so schön, Wahnsinnige, die es Sammelmappe schon fast vollständig haben. Natürlich auch posten, wie viel euch noch fehlen. Oder eben ruhig wieder zwei Stück. Das ist ja wohl heftig. Zwei, da habe ich mal eine ganz seltene. Und hochwertige. Die liegen, glaube ich, schon bei zwischen 4 und 6 Euro, werden die schon gehandelt. Jetzt schon. Obwohl die Serie ziemlich brandneu ist. Wie gesagt, ist Serie 2. Und wie gesagt, kommentiert mir auf jeden Fall, wie viel ihr schon habt. Würde mich echt interessieren. Da ist wieder nur eine drin. Man kann ja nicht immer Glück haben. Da ist gar keine drin. Gar keine drin. Obwohl es drauf steht. Egal. Dafür hatte ich ja zwei Booster mit zwei. Also das waren jetzt die Lego Ninjago Serie 2 Booster. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Motive zeigen, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin
Und schaut zu.